Wie weit ist denn noch bis Minga? Wir werden schon schaffen. Reist die Abstadt? Freilich. Jetzt gibst du mir einen Koffer. Ah, er ist dir jetzt schwer. Ich koche schon noch, Adele. Wer ist meinst? Meinst, dass mich meine Mutter suchen lässt mit der Polizei? Abo, die ist doch froh, wenn nur eins weniger ist daheim. Wir schreiben mir heute, dass der gut geht. In der Stadt. Schau, wie du wieder ausschaust, Emmy. Wenn wir so daherkommen, kriegen wir ja nirgends ein Zimmer. Mei, wenn man die ganze Stadt ablaufen muss. Und wir bleiben. Und ein Kutschen können wir uns nicht leisten. Ah, jetzt probieren wir's. Ja. Ist ja schließlich ein stadtbekanntes Haus. Da werden sie uns schon nehmen. Gut, probieren wir's. So, Schauspielerinnen. Und wo spielen die Damen, wenn ich fragen darf? Geht sie das was an? Und zahlen die uns im Voraus, euch Schauspielerinnen? Ich erwarte Erbschaft von einer Verwandten aus Amerika. Geh her, unterschreib. Und weil das Geld über die Schweiz kommt, dauert's ein bisschen. Da! Drum zahl ich erst. Wenn das Geld da ist. Na, mieten Sie sich bei mir ein, wenn Sie das Geld haben, gell? Und nicht vorher. Also gut. Wie viel? Eine Woche. Eine Woche. Da! Wo ist unser Zimmer? Nummer 14. Lassen Sie stehen. Tragen Sie unseren Koffer auf und bringen Sie eine Quittung, dass ich gezahlt hab. Tragen Sie doch Ihren Koffer selber auf. Wie haben wir es denn? Sie tragen unseren Koffer auf. Und dass wir das gleich klarstellen. Wir kehren nicht zu den Damen, die sonst bei Ihnen wohnen. Komm, Emmy. Thank you.
Das ist wieder der Wirt. Red nicht so laut. Warum sagen Sie denn nicht herein, wenn ich klopf? Weil wir noch nicht empfangen. Wenn's klopft, dann sagt man herein. In jedem Fall zu mir, wenn ich draußen stehe in meinem Haus. Das merken Sie einer. Das ist gut für meine Gäste. Vor allem, wenn's nicht zahlen. Erlauben schon, dass ich mich um ihre Verhältnisse kümmere, weil Gesindel beherberge ich nicht. Was? Wissen Sie, was Ihr Hotel ist, hä? Schauspielerinnen. Was sagen Sie jetzt? Das ist in meinem Augen kein Beruf. Das dauert jetzt ein Vierteljahr mit der Erbschaft. Und ihr jetzt nichts wie in Kaffeehäuser sitzen und spazieren gehen. Haben wir vielleicht nicht Zeit? Nein. Nicht rechtzeitig, Herr Wirt. Aber. Eben. Sei stark, Emmy. Haben wir Zeit oder nicht? Manchmal. Also, ich hab's Ihnen gesagt. Mein Geld ist in der Schweiz blockiert und ich krieg's noch nicht. Also, ich bin im Augenblick knapp. Verstehen Sie? Wurscht. Wenn's heute Nachmittag die letzten drei Wochen nicht zahlen, dann hol ich Polizei. Gut, wenn Sie es nicht erwarten können, nachher kriegen Sie einen Schmutz heute Nachmittag. Wenn's heute nicht zahlen, dann hol ich Polizei. Wollen Sie da herin Ihr Büro aufmachen? Oder haben wir gemietet? Wenn er die Polizei holt, nachher kommt's auf, dass ich von daheim weg bin. Mei, was soll man denn machen? Der Wirt hat zu mir gesagt, er darf Herren kennen. Und die darf uns besuchen. Und? Dann hat man ein Geld. Du musst ja nicht, wenn's nicht magst, Adele. Gehst halt so lang spazieren, wenn ich einen Besuch krieg. Erlaub das und geh mit Männern. Das mit der Erbschaft ist nix. Und deine Mutter wird uns auch nicht ewiger Geld schicken. Sie schickt's nur zur Überbrückung, bis du Arbeit hast. Wenn wir unsere Arbeit. Ich arbeite auf keinen Fall. Was denn? Treppen putzen. Für die reichen Leute vielleicht. Da rümpf ich, du Dumms. Was willst du denn als Frau heutzutage arbeiten? Als Mann? Du könntest eventuell arbeiten. Als Frau rentiert sich das nicht. Das Einzige, was sich für eine Frau rentiert, ist heiraten. Und da brauchst du bloß so einen Drehkammer wie dein Vater erwischen, wo die den ganzen Tag schlockt und sauft, dann darfst du für den noch mitarbeiten. So schaut's aus. Jetzt sag ich dir was. Wer zahlt? Du. Also. Und wenn da was nicht passt, dann kannst du dich gleich wieder schleichen. Horn. Geh her zu mir. Warum bist du denn überhaupt mit mir? Wenn du dir jetzt in die Hosen scheißt. Emmy, wie ich das mach, das kann doch dir wurscht sein. Ist doch klar, dass ich für dich sorge. Das hab ich doch immer gemacht. Oder? Ja. Also verlass dich drauf. Heute Nachmittag hab ich das Geld. Das ist nicht persönlich gemeint, verstehe ich schon. Aber Sicherheit brauche ich. Also. Machen wir es so. Sie bringen mir die Bestätigung von der Bank in der Schweiz. Und dann überschreiben wir es auf mich als Sicherheit. Gut, ich bring's.
Also, machen wir es so. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Da kommen wir gerade her, geradeaus und dann links. Links? Ja, links. Aha, da schon. Bitteschön. Entschuldigen Sie, eine Frage. Stimmt es, dass der Herr Richter so hohe Zinsen verlangt? Ja, ich glaube schon. 10%. Das ist viel. Mei, da wäre ich schon zahlen müssen. Ich erwarte nämlich eine Erbschaft aus Amerika, kann aber über das Geld noch nicht verfügen. Eine Bestätigung kriege ich nicht für eine Sicherheit, also muss ich hohe Zinsen zahlen. Das geht gar nicht anders. Aber meine Erbschaft ist hoch. Leben Sie in München? Ich denke dran, mich hier niederzulassen. Leider bin ich gezwungen, in einem schlechten Hotel zu wohnen, weil ich kaum die notwendigsten Anschaffungen machen kann. Die besseren Hotels haben keinen Blick für meine vorübergehende Not. Ja, Geld regiert die Welt. Ja, man muss eben Geduld haben, bis die Sache richtig abläuft zwischen die Kontinente. Und wo wohnen Sie, wenn ich fragen darf? So, das ist da, ja. Wenn du das Rode willst, dann kriegst du das. Dann haben wir wieder kein Geld. Wenn wir keins mehr haben, dann hole ich wieder eins. So einfach ist das. Ich möchte doch lieber das Schwarze. Du kriegst das Rote, das gefällt dir besser. Komm! Gefällt's dir? Mei, danke, das ist schon schön. Ja, und heute Nacht führe ich dich aus. Im Theater. Mei. Wenn im Garten die letzte Rose still und einsam verblüht, nimmt sie Sommer und Licht und Liebe, nimmt sie alles zum Sterben mit. Darum lass diese letzte Rose nicht so einsam im Garten stehen. Lass sie blühen in deinem Herzen, lass sie wachsen und gedeihen. Dann wird immer in deinem Herzen Licht und Sommer und Liebe sein. Wenn du ins Theater gehst, dann können wir jeden Tag hingehen. Das können wir uns nicht leisten, Adi. Doch! Wo hast du denn das Geld her? Wie? Das sag ich meinen kleinen Spaterl nicht. Sag mir's halt. Nein, ich hab versprochen, dass ich für dich sorg. Jetzt lass dein Papa noch machen.
Meine Damen, das ist ein Café. Das wissen wir. Wir schließen. Jetzt bringen Sie mir nur zwei Sherry und eine frische Zigarre, weil mir die meine direkt ausgegangen ist. Nachher zahle ich. Vorher nicht. Und wie immer, eine Quittung. Ich muss auch schauen, wo ich bleib. Das müssen wir alle. Müssen schon entschuldigen, Frau Spitzeder. Fräulein. Fräulein Spitzeder. Das nächste Mal sind Sie nicht so unfreundlich. Wissen Sie, ich hab oft Gäste, die wo nicht zahlen. Dann behandeln Sie die anständig, die wo ein Geld haben. Ich hab's Ihnen gleich gesagt. Der Wucherer Richter, der nimmt's vom Lebendigen. Soll über 10% verlangen. Aber unser eins darf für sein Geld bloß 4% kriegen, gell? 4% sind schon mehr als 3,5, was man bei der Bank kriegt. Aber so leben's auf unsere Kosten, die Sauermänner. Ich bin selber nicht so gut gestellt. Und die Zeiten sind halt so unsicher. Man muss ja Geld anlegen. Ist ja sonst nichts mehr wert. Schauen Sie. Ich hab mir gedacht, wenn Sie 10% zahlen, nachher könnte man mir zwar auch ein Geschäft machen. Hm? Ein Geschäft? 10%. Hast du 10% Zeit, Adele? Hol uns doch noch einen Kuchen, Emmy. Ich hab doch schon einen geholt, Adele. Hol noch einen. Soll ich rausgehen? Emmy. Ich geh schon raus, Adele. Sings. Die Wucherer, die bescheißen den kleinen Mann. Was brauchen wir einen Wucherer? Wir machen das Geschäft unter uns und so haben wir alle zwei nur unsere Vorteile. Wollen Sie einen Keks? Bin zu frei. Und wenn ich fragen darf, wie viel Zinsen taten Sie mir noch erzählen? Das kommt mir jetzt ein bisschen überraschend. Waren 6% recht? 6%? Was? Ja, das man hat ja keine Bank heutzutage. Und der Wucherer schon gleich gar nicht. Also, den Wucherer, denen muss man das Wasser abgraben. Oder soll man denen vielleicht helfen, dass vermengt werden? Haben wir ja blöd, hä? Seit mein Mo tot ist, im Krieg. Jetzt Geschäft nicht mehr. Mit einer Frau als Chefin ist das alles nichts. Die muss verkaufen. Als Frau ein Sägewerk führen. Allein. Da wirst du ausgelacht. Die Männer halten zusammen, das glaubst. Als Frau kannst du nichts machen. Eine Frau hat keine Möglichkeiten. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, bin zu frei. Dass Sie mich besuchen, das freut mich aber. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Natürlich kriegen Sie Ihre Zinsen gleich wieder zurück, gell? Ja, das ist recht, das kann ich brauchen. Wenn ich das daheim die Leute erzähle, dann werden sie sehen, dass sie ihnen da noch viel Geld bringen. Meinen Sie? Freilich.
Und wenn ich mein Geschäft verkauft hab, dann bringe ich ihnen noch einen gewissen Teil vom Erlös. Gell? Bei Jana ist er gut aufgekommen. Ich kenn viel Leute. Meine Mutter ist viel rumgekommen. Und wenn sie interessiert sind, nachher können sie die Wucherer direkt kaputt machen. Das tat ja, wenn ich so eine Erbschaft gemacht hätte wie sie. Wir müssen bloß zusammenhalten. Gell? Jedenfalls erzähle ich es überall. Was sie ein Herz haben. Fürs Volk. Leute kommen und bringen ein Geld. Und ich weiß nicht, was los ist. Und jetzt haben wir schon wieder nichts. Was ist, wenn so einer zurück will? Ah. Alle zwei Tage kommt jemand mit Geld und wir haben nichts. Wo ist nicht mehr ins Theater? Das schon. Aber im oberen Stock hätte man bleiben sollen. Das Parterrezimmer ist teuer. Freut's dir nicht? Das schon. Ja, nachher red nicht. Wenn ich bloß wissen darf, was du da machst, Adele. Auf dem Land spricht sich das rum, dass ich hohe Zinsen zahle, das ist alles. Und wenn heute einer kommt und will sein Geld zurück, dann kommen wir morgen zwei und bringen wieder eins. Dann können wir zurückzahlen, so einfach ist das. Merkt er das? Es geht immer weiter im Leben. Es ist schon wieder einer da. Einer damit. Was gibt's, Vater? Wegen dem Geld. Geh einer. Ich hab das gehört, geh, mit den Zinsen. Auf dem Land reden sie in jedem Wirtshaus davon. Jeder, der sein Geld bei einer hat, der zeigt sich sehr zufrieden. Da hat meine Frau gesagt, probieren wir es einmal. Das ist gescheit. Sitz dir her. Mei, mei, mei. Genau's, Emmy. Stimmt das, dass man die Zinsen gleich kriegt? Freilich. Na, machen wir das Geschäft. Das ist mein Geld, Frau Spitzeder. Fräulein, heiße. Emmy, Geld sein. Jetzt schreibe ich dir nachher eine Quittung, Vater. Die heb's gut auf, gell? Emmy, Listen aufschreiben. Bleib sitzen, Vater, bis wir dein Geld Zeit haben. Nachher kriegst du deine Zinsen gleich. So, Parzival, jetzt lauf. Das Haus muss ein Schmuckkastel werden. Schöne Möbel müssen rein. Dann wird die Kundschaft von deinen Damen automatisch eine andere. Es geht nicht, dass deine Weiber meine Kunden anreden. Das ist teuer. Da müssen die denen eine neue Garderobe kaufen. Du hast nur Vorteile, Wirt. Ich hab das teuerste Zimmer da herin. Und du machst ein Geschäft mit meinen Kunden. Einen Dreck tragen sie mir einer. Deine Kartoffeln vom Land. Jeder, der warten muss, kauft sie seine halbe. Oder nicht? Sei nicht so undankbar. Jedenfalls schlage ich dir vor, dass ich mich beteilige an deinem Hotel. Du kannst es ja überlegen. Ein vornehmes Haus wird von vornehmen Leuten besucht. Das muss der merken, Wirt. Den musst du anlocken, nicht die Armen. Mit den Armen kann man nichts anfangen. Jedenfalls, ich habe Geld. Und wenn du einverstanden bist, dann hau es auf den Kopf. Schöne Teppich müssen einer. Spiegel, Bilder, Vorhänge, Sesseln, damit die Bauern was zum Gaffen haben. Schön muss werden. Leben müssen wir wird. Thank you.
Wenn der Ruf von dein Hotel nicht gut wird, dann zieh ich aus. Prost. Meinst du nicht, dass du woanders sofort auf die Schlicht kommen? Wie meinst du das? Wer weiß, wie lange es geht, der Geschäftsspitz. Wenn das Geld nicht arbeitet, das Geld muss arbeiten. Warum? Demi sagt, das geht nicht lang. Demi weiß nichts. Sie hat mir doch alles erzählt. Schau. Jedenfalls sagt's, es kommt jeder was Unternehmer gegen die. Ich brauch die bloß anzeigen. Untersteh die und unternimm was gegen mich. Da zieh ich aus. Wer sagt denn, dass ich was unternehme gegen die? Die Emi redet halt viel. Die soll nicht so viel umeinander reden, die ganz. Wer weiß, wem's das noch sagt. Ich möchte bloß warnen, verstehst? Unter uns. Es gibt viele schöne Frauen auf der Weitspitz. Prost! Der Nächste, bitte. Sie einzahlen? Ich möchte Frau Spitzeder sprechen. Kommen Sie mit. Meine Frage an Sie ist, gnädige Frau, für wen sind Ihre Vorteile? Für die Armen oder für die Reichen? Ich arbeite für alle, ohne Unterschied. Das freut mich zu hören. Die Leute, die immer so gegen den Adel sind, wissen gar nicht, was so ein Gut an Geld verschlingt. Und schließlich leben viele Leute davon und verlangen immer mehr Lohn. Der Herr Graf haben ganz recht. Ich werde also meinen Verwalter schicken müssen, da ich keinerlei Ahnung habe in den geschäftlichen Gepflogenheiten. Ganz anders als meine übrige Verwandtschaft, nicht wahr? Wollen der Herr Graf vielleicht eine Tasse Tee? Ich möchte Ihre kostbare Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Ihr Institut ist ja Stadtgespräch. Sie wissen sicher, dass mein Onkel bei der Süddeutschen Bodenkreditbank hoch beteiligt ist. Deshalb wäre es mir etwas unangenehm, wenn publik würde, dass ich bei Ihnen Einlagen habe. Da können der Herr Graf ganz beruhigt sein. Diskretion ist bei mir normal. Der Wirt hat recht, Emmy. Die Listen stimmen nicht. Ich kann's halt nicht. Warum sagst du denn das nicht? Mei. Was ist, wenn einer kommt und sein Geld zurück will? Jetzt bin ich dran schuld, wenn alles auffliegt. Was auffliegt? Was auffliegt? Ich kann schon nicht mehr schlafen, Adele. Das geht nicht gut. Hör mal auf damit, Adele. Für mich? Spinnst du? Willst du auf alles verzichten? Auf die schönen Mewe, das gute Essen. Soll ich vielleicht verhungern oder was? Und außerdem, du redst viel umeinander. Ehrenwort, ich red nix.
Willst mich vielleicht ruinieren, Emmy? Geh her! Du passt nicht in die große Welt. Du hast viel Angst. Man hat sie auseinandergelebt. Es war schön, Emmy. Schön war es mit uns zwei. Morgen, da packst deine Sachen. Ich kauf dein Geschäft auf dem Land. Ein Tabakladen. Und eine erstklassige Abfindung kriegst du auch. Der Wirt hilft dir, dass wir was Richtiges finden. Und bis du was gefunden hast, kannst du natürlich da bleiben. Das möchte ich nicht. Wenn du mich nicht mehr magst, Adele. Ein Tabakladen? Mehr hätte ich schon. Na also, kriegst von mir einen Lohn. Und jetzt schauen wir, dass wir in die Listen eine Ordnung einbringen. Geh her, Wirt, hilf mir! Darf ich dir noch einen Kaffee machen, Adele? Natürlich darfst du mir einen Kaffee machen. Pass auf dich auf, Emmy! Wenn was ist, schreibst du mir. Vielleicht besuche ich dich einmal. Wo wir so schöne Zeiten miteinander gehabt haben. Ja, sonst bin ich Adele, gell? Emmy, viel Glück! Es freut mich aber, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Es dauert nicht mehr lang mit meiner Sprechstunde. Dann fahren wir ja noch ein bisschen aufs Land, gell? Natürlich, gern. Würde mich freuen. Der nächste, bitte. Sehr bewundert. Kürzlich im Theater. Haben's gut gemacht. Aber in Wirklichkeit schauen Sie ja noch besser aus. Freut mich, dass ich Ihnen gefalle. So eine schöne Spazierfahrt habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Danke Ihnen, Adele. Wollen wir du sagen? Lass mich. Danke. Ist recht so, die Dame? Ja? Also dann Prost. Also? Hm.
ist unserem Dorf eine Ehre, dass Sie bei uns essen, Freund Spitzeder. Und die anderen fragen, ob Sie nicht auch bei unserer Sprechstunde halten wollen. Ein paar waren interessiert. Das ist mir gar nicht recht, Bub, weil ich halt ganz privat mit meiner Freundin einen Ausflug machen möchte. Schade. Wenn es nicht so viele sind, Adele, würde ich's machen. Das arme Volk ist ja sonst enttäuscht. Gut, Bub, bedankt euch bei meiner Freundin. Bringt euer Geld her, nachher nimm ich's euch an. Schön ist da. Sag nur mal das Gedicht von heute Vormittag auf. Das passt jetzt so gut. Über Wipfel und Saaten in den Glanz hinein, wer mag sie erraten, wer holte sie ein? Gedanken sich wiegen, die Nacht ist verschwiegen, Gedanken sind frei. Errät es nur eine, wer an sie gedacht, beim Rauschen der Haine, wenn niemand mehr wacht, als die Wolken, die fliegen. Mein Lieb ist verschwiegen und schön wie die Nacht. Unsere ganze Belegschaft in der Lederfabrik Dachau hat gesammelt. Und wir bringen stellvertretend unsere Spargroschen Ihnen, Franz Spitzeder, indem wir das Motto sagen: Aus dem Volk, für das Volk. So was Nettes. Mei, das freut mich aber. Wisst ihr was? Ab heute nenne ich euch zu Ehren mein Institut, die Dachauer Volksbank. Bravo! Bravo! Kommt mit, damit ihr euch in die Listen eintragen könnt. Entschuldigen Sie. Ich schreibe für ein paar kleine Zeitungen auf dem Land. Für einen freien Landboten und das bayerische Vaterland. Und ich soll über einer was schreiben, weil sie die Leib von den Banken beschweren, dass bei einer was nicht stimmt. Ich könnte Ihnen Ihre Frage schon beantworten. Aber Sie sehen ja selber, ich hab keine Zeit. Am besten, Sie fragen meine Kunden. Oder Sie warten, bis ich fertig bin. Ja, heißt das, dass Sie das Geld auch wieder zurückzahlen können? Sie sind gut. Freilich. Jetzt geht's einer. Warte ein bisschen. Ganz vorn sitzt einer, der sein Geld zurückholt. Den holst mir einer und den Zeitungsmenschen nimmst auch mit. Wie viel Geld ist da drin? 620 Gulden. Schreiben Sie einen Wechsel aus auf 620 Gulden, fällig in 3 Monaten. In 3 Monaten könnt ihr das Geld wieder abholen und dann kriegt ihr 10% Zinsen pro Monat, macht 3×62 Gulden. Ihr seht's, alles korrekt. Jetzt zeige ich euch, wer mein Geld arbeitet. Seid ihr alle da? Dann passt genau auf, Zeitungsmo. Gib mir deine Quittung, Vater. Es ist mir ja gar nicht recht, aber alle 5 Kühe sind mir eingegangen an der Seiche. Jetzt weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Da bräuchte ich halt meine Einlage, wenn es ging. Das ist doch selbstverständlich, Vater. Da schau her. 380 Gulden hast du mir gebracht.
Mit den Zinsen vom letzten Monat sind es 418 Gulden. Und weil du gerade in einer Notlage bist, gib ich dir noch was dazu. Schreib's nur genau mit, damit die Menschen auf dem Land auch lesen können, was bei mir nicht stimmt. Aus dem Volk, für das Volk, haben die Dachauer gesagt. Und das jedenfalls stimmt aufs Wort. Das haben sie ja selber gesehen. Ich danke recht schön für die Konferenz. Das gibt einen Bericht, da wäre ich befördert. Aus dem Volk, für das Volk. Klingt wie von einem Dichter. Da, lauf ihm nach. Gib ihm das und frag, wo er her ist. Meinst du, dass er es nimmt? Ist ein Mensch. Und der Mensch braucht ein Geld. Und wenn's das Eure wieder braucht, dann holt es euch. Im Gegenteil. Nur mal zusammen der wir. Bei einer tut's Geld ein gutes Werk und gut aufkommen ist. Und Zinsen tragt's noch dazu. Sie haben ein Herz fürs Volk. Ich kann nicht länger schweigen, heucheln, lügen. Wie dürstete mich nach einem Tropfen Sorge des Mannes. Aber er kleidete mich wie eine Puppe, spielte mit mir wie mit einem Spielzeug. Mit welchem Jubel hätte ich Schweres getragen? Mit Sehnsucht verlangte mich nach allem, was da stürmt und umwirft und erhöht. Jetzt, da der Mann nichts anderes mehr hat, bin ich genug. Jetzt tragen helfen? Nein, ich will keinen Teil an den Sorgen des Mannes. Ich will fort, auf die Straße, singen, spielen. Wir könnten einen Palast mieten. Aber es ist besser, wenn wir nicht zu viel machen. Morgen fahren wir noch mal hinaus und schauen es genau. Nachher kaufen wir es. Und dass es von außen unauffällig ausschaut, ist gut. Sehr gut. Wie schau alles? Das wird ein schönes Haus, Bert. Wirklich. Ober in die Herzen. Und einrichten dermaßen, dass die Leute die Augen außerdruckt. Wer hat denn die Kreuz Assi? Ich? Schau, was ich da hab. Einen kritischen, einen Zorcher. Das ist unser Spiel alles. Da wird verliert. Weiter. Da, Alois, führt unser Hotel weiter. Big Zehner. Und im neuen Haus haben wir nachher Räume für mehr Angestellte. Für die Buchführung. Der Alois hat gestochen. Außer wird, schlaf nicht. Ich hab nur ein paar Freunde, die sind zuverlässig. Zuverlässig müssen sie sein. Und keine Weiber. Auf meine Schauspielerin hätten die Männer ein Auge. Vor allem die Reichen. Hast du es gemerkt, Wirt? Seitdem es deine Favoritin ist, kriegt sie jeden Tag Blumen im Garderob. Wer mischt? Ich.
Da. Das war trotzdem ein Skandal, alles. Herz, König. Die Leute haben keine Ehrfurcht mehr vor der Kunst. Ah, mir gehört eine von den schönsten Frauen von München. Welcher Mann kann sich schon so eine Frau halten? Kini. Ja, das gibt München am meisten. Außer der Geschichte mit dem Wagner. Ich lass mir nichts vorschreiben. Recht hast. Um Gottes Fleiß bin ich dafür, dass das Festspielhaus gebaut wird. Das werden wir schon sehen. Gleich morgen probieren wir's. Und wenn uns der Kini empfängt, dann sind wir oben auf. Recht hast. Der Elf für Szene vermasseln, das kommt nicht nur mal vor. Ja, wenn der Tag hart war, dann geht mir nichts über meinen Stammtisch. Ich habe Lobenswertes über Sie gehört, mein Kind. Die Bürger dieser Stadt werden diese edle Tat nicht lohnen. Wenn der König selbst die Tat würdigt, ist das genug. Eine Gabe der Dachauer Volksbank für unseren König und die Kunst. Das Volk liebt mich, also doch. Machen Sie weiter so, unbeirrt, zum Wohle meines Volkes und zum Wohle der Kunst. Thank you.
die Spitzeder, schau. Spitzeder, ja. Steht's? Sogar der Baron Rindt ist gekommen. Alle sind's gekommen. Der Hofrat von Miller. Und der Graf Schack. Und der Bocci. Kein wen von der Oper. Das halbe die Hoftheater ist auch. Alle sind's da. Das ist recht. Der Dichter Paul Heise und der Maler Lehmbach. Und den musst du moin lassen, Spitz. Die ganze Stadt ist da, schau. Sogar der Polizeipräsident. Aha. Wo? Gut. Sehr gut. Den haben wir in der Hand. Mit wem redet er denn da? Das ist doch die Konkurrenzwirt. Der Alois soll hören, was da geredet wird. Jetzt zugegangen und auf geht's! Wenn's Beweise haben, kann ich was machen. Beweise? Natürlich habe ich keine Beweise. Sonst hätte ich es Ihnen längst vorgelegt. Aber irgendwas muss man doch tun können, Herr Präsident. Nichts. Wo kein Geschädigter ist, ist kein Kläger. Wir sind die Geschädigten. Die Banken. Die Wirtschaft. Die Person investiert nicht. Die Wirtschaft ist angewiesen auf langfristige Kredite. Jeden Tag holen Leute in meiner Sparkasse ihr Geld ab und tragen es zur Spitzeder. Sogar der König empfängt diese Person. Man muss ihr was nachweisen können. Woher soll ich wissen, dass das ein Schwindel ist? Ich hab schon probiert. Es geht nicht. Sie hat nur zufriedene Kunden. Und wie sie das macht, das wissen wir nicht. Und wer alles sein Geld zu ihr hinträgt, das kann man gar nicht erfassen. Geh, lasst's mich durch. Versuch uns doch ein paar zu finden, die ihr Geld zurückhaben wollen, vielleicht. Oh, Sie entschuldigen. Haben wir schon probiert. Und was ist, wenn's auszahlen kann? Wenn sie einmal nicht zurückzahlen kann, dann kann ich als Polizei einschreiten. Vorher nicht. Leider. Leider haben wir Gesetze. Leider. Ein großartiges Fest. Aber zu leben, versteht sie. Das Haus ist nichts weniger als ein Palast. Geschmackvoll, elegant. Ja, nur erste Gesellschaft. Wir bei einem Wagen der Premier.
Mir würde es nicht wundern, wenn plötzlich der König selber. Alle sagen, dass alles recht schön ist. Die haben wir drin, sag. Wer ist denn der Herr mit der Eife wird? Der zweite Sohn von der Sparkasse. Mit Evi her. Jetzt bleibst du herum bei mir. Wenn du meinst. Der Geheimrat Kinzel ist auch da. Hoflieferant Huberti. Graf Hohenstein. Und der Herr von Bülow. Zeitungen auf dem Land schreiben die Wahrheit. Warum schreiben die Zeitungen in der Stadt nur Lügen? Ich hab das gesagt, die Berichterstatter nehmen kein Geld. Das gibt's nicht. Du hast ihnen zu wenig angeboten, wahrscheinlich. Es ist mir nicht recht, was da steht. Ob es wohl angeht, dass vom Geld des Sparers rauschende Feste gegeben werden. Sind ja nur die Zeitungen in der Stadt. Die auf dem Land verfolgen mich auch. Ich helfe die Armen und dafür werde ich verfolgt. Doch, der Engel der Armen hat ein neues Heim bezogen. Und da? Glück im neuen Heim rufen wir Ihnen zu. Mit Beutel. Artikel werden verteilt. Und du sagst die Leute, dass ich mir so geärgert hab, dass ich heute keine Sprechstunde halten konnte. Ich bin unpässlich. Die Zeitungen sind schuld. Außerdem den gedroht, dass ich überhaupt aufhöre. Die Leute sollen kommen und sollen sie ihr Geld abholen. Ich will nicht für das Gute, was ich tue, angegriffen werden. Sie können alle im Wilhelm Tell eine halbe auf meine Kosten trinken. Sie sind alle auf unserer Seitenspitze.
deiner Stelle darf ich es doch empfangen. Richtig. Die Leute kennen nichts dafür. Ihr kennt nichts dafür, dass ich Neider hab und dass ich von alle Seiten angegriffen wär. Also, kommt einer! Auf geht's! Denen wär's zeigen. Denen Banken. Und die Zeitungen. Ab jetzt machen wir meine Zeitung selber. Meine Frau und ich sind alt. Und da können wir heute für ihren Zinsen besser leben, Freund Spitzleder. Kinder haben wir auch keine, gell? 4.520 gestimmt. Da, Vater, deine Quittung. Gib's gut auf, gell? Also, pfiat dich nachher. Fertig ab, Vater. Komm bald wieder und bring ein Geld mit. Esst nur, Leute. Trinkt's. Lasst es euch schmecken. Ja, wen sehe ich denn da? So eine Freude. Meine erste Kundin. Mit der hab ich meine Volksbank aufgemacht. Mei, es ist mir ja so peinlich. Ich hab was gehört. Also, gestern da war einer bei mir, der hat gesagt, dass das alles Schwindel ist, was ich mache. Ja, und Zeitungen schreiben auch, dass das Geld vielleicht gar nicht mehr da ist. Und deswegen hätte ich gern mein Einlag abgeholt. Meine erste Kundin tut mir das an. Such's aus, was die Frau Fleck steh hat. Da. Eine 2 Zedeln. Einmal 74 und einmal 80 Gulden. Zahl's aus. Die Frau soll ihren Schmarrn nehmen und schauen, dass es weiterkommt, die dumme Gans. Ach, so eine dumme Person. Ja, mei, man wird ja so nervös gemacht. Ist recht. Nehmen Sie ihr Geld und gängen Sie. Mei, ich glaub's Ihnen ja, das auszuhören können. Ich seh's ja. Ich möchte ja gar nicht auf eine andere Bank. Stehen Sie auf. Ist gut. Dann nehmen wir heute das Geld wieder. Gib ihr ihre Zettel zurück. Das ist schon seit ein guter Mensch, die Frau Spitzeder. Ich hätte es nicht mehr genommen, das Geld. Die Frau gehört verdroschen. Der König soll die Spitzeder in den Adelstand erheben. Das habe ich damals schon gemerkt. Aus Ihnen wird einmal was. Passen Sie auf.
Die Zeitungen in der Stadt herin, die sind voll znobel. Lauter frisierte Lügen, trockene Abhandlungen. Die Wahrheit wollen die Leute lesen. Saftig und ungeschminkt. In meinem Haus, da können sie das wirkliche Leben aufschnappen. Da brauchen sie die Leute bloß zuhören und mitschreiben. Das wollen die Leute lesen. Skandale, Affären, Geschichten aus dem Volk, fürs Volk. Geschichten, wie es an jedem passieren. Heute mir, morgen dir. Der Volksbote wäre ein schöner Titel. Und die müssen Hand in Hand arbeiten. Der Volksbote und die Volksbank. Is Elfi. Übrigens kriege ich ein Kind und werde heiraten. Was? Wen? Demnächst. Einen zweiten Sohn von der Sparkasse vielleicht. Heiraten? Du? Warum willst denn du heiraten? Warum nicht? Der heiratet doch keine Schauspielerin. Was interessiert dich an dem? Kunst der Dingerspitz. Ich schmeiß den aus. Ich will den nicht mehr sehen. Sofort hinaus. Los! Du Pätschen! Du Lendiger, du Blutsauger! Du Verreckter! Du, diese Scheißweiber! Gott sei Dank habe ich Daddy nicht einrühren lassen in mein Geschäft. Aufpassen musst du überall, dass das Leben nicht mehr freut. Die Frau soll hinausgehen. Ich kann keine Weiber mehr sehen. Gingen sie hinaus! Ich hab da gar nichts da. Sie sind entlassen. Morgen muss ein Koch her. Naus! Spitz. Köchin kann doch nichts dafür. Die Weiber sind ja so blöd, dass man sie überhaupt nicht abgeben soll damit. Aber nun mal passiert mir das nicht. Von allen Seiten wäre ich angefeindet. Die neuesten Nachrichten geben mir auch keine Ruhe. Alle möchten mir bloß Schwierigkeiten machen, weil ich nämlich die Stärkste bin im Bankgewerbe. Und das halten die Herren nicht aus, dass eine Frau besser ist als sie. Aber sie können mir nichts machen. Weil nämlich meine Kunden zu mir halten. Wir könnten ja aufhören. Und abhauen. Geld haben wir jetzt genug in der Schweiz. Nein. Die Banken mache ich alle fertig. Ich mache alle fertig. Und da wird die andere auf dem Zahnfleisch herkommen, weil ihr Kerl ruiniert ist. Weiber wollen Männer. Und Männer können mit den Weiber machen, was sie wollen. Ja, zum Speim. Geh her. Jetzt trinkst du das Bier. Es gibt da noch andere nette Pflanzen. Ich weiß nicht, welche. Die dann sie um die reißen. Das langt für die paar Takte.
Wenn's das nächste Mal einen Walz trist komponieren, dann kriegst du das Doppelte. Adele Spitzeder. Fräulein, bitte. Es ist in der Zwischenzeit leider unumgänglich geworden, dass Sie sich im Handelsregister eintragen. Ich hab schon gesagt, kommt nicht in Frage. Natürlich. Bücher, die man nicht führt, kann man auch nicht überprüfen. Natürlich. Ich für mein Geschäft, zur Zufriedenheit von meinen Kunden. Und von wem ich meine Listen führen lasse, das geht Sie nichts an. Aber wo bleibt denn das ganze Geld? Irgendwo muss es doch bleiben. Wovon finanzieren Sie dieses Haus? Wovon finanziert ihr eure Bankhäuser? Meine Herren, wenn's was gegen mich Unternehmer kennt, dann macht's was. Dass ihr jetzt mit mir reden wollt, nach die ganzen Verleumdungen zeigt mir, dass nichts machen könnt's. Red mir nicht drum rum. Ihr wollt's mir einen Strick drehen. Aber ich nimm's mit die Herren auf. Sie sind eine Gefahr für das ganze Land, gnädiges Fräulein. Sie müssen doch einsehen, wenn Sie Ihren Gläubigern pro Monat 10% Zinsen zahlen, so macht das einen Jahressatz von 120%. Sie können doch nicht annehmen, dass wir das für eine reale Basis halten. Meine Kunden, mein Geld, ist das vielleicht nicht real? Der König wird Mittel und Wege finden, dass Ihr Institut geschlossen wird. Dass ich nicht lach. Sei denn, Sie schließen sich mit uns auf realer Basis zusammen. Gehen Sie mal mit Ihrer Realität. Der Kini baut Schlösser und Theater. Das ist so real wie meine Bank. Darf ich melden? Loni und Froni. Soll das heißen, dass Sie ablehnen, mit uns zusammenzuarbeiten? Ich brauche niemand, der Sie bei meiner Bank beteiligt. Ich mache alles selber. Meine Zeitung, meine Bank, meine Kunst. Man sollte doch zumindest diplomatische Beziehungen, damit eine gewisse Zusammenarbeit. Nett, was man braucht hast, wird. Jung und frisch. Ich hab mir schon immer gewünscht, dass ich ihn kennenlerne. Lieg doch nicht so. Geschimpft hast das Fräulein Spitzeder. Aber ich hab schon immer gesagt, sie ist eine noble Frau. Na, jetzt hört's zum Streiten auf. Spitz? Welche Wurst? Also,
Ich lege mich nicht mehr fest. Ich nehme beide. Meine Herren, entschuldigen's. Aber bei mir geht eben das Privatleben mit dem Geschäft Hand in Hand. Ich bin eben eine Privatiere und keine Kauffrau. Ich leih mir von einem Freund Geld. Ganz privat. Gegen Zinsen. Und es geht sie nichts an. Ich leih mir vom 50 Freund Geld. Ganz privat. Und es geht sie nichts an. Ich leih mir von 100, von 1000 leider Geld und es geht sie immer noch nichts an. Und jetzt kümmere ich mich ganz privat um meine Freundinnen und das geht sie erst recht nichts an. Auf Wiederschauen, meine Herren! Wenn's was machen könnt gegen mich, dann macht's was. Aber draußen, bitteschön, ja? Also das. Beispiel los! Bonjour, Mademoiselle Adèle. Bonjour, Monsieur Dame. Was soll das? Unerhört! Sind diesmal keine englischen Stoffe dabei? Habt's nichts Besseres? Das Kleid, das wäre was für die Schwarze. Da, zieh's gleich an. Und um den Hut da, da hätte ich gerne Schärpen. Pardon, mais à Paris, on ne prend pas la couleur comme ça. Mais c'est egal! Ah, ich hätte nur gern zwei Sonnenschirme. Den dunklen für die helle und den hellen für die dunkle. Jetzt lass anspannen. Wir fahren aus. Bleib da. Bitteschön. Adele. Spitz, ist passiert was, wirst du sehen. Die Herren haben mir gar nicht gefallen. Hast nicht gehört, was ich gesagt hab? Das wird da und sonst nix, ist das klar? Angespannt wird, dass du das weißt. Schau, das Wappen. Ja, das ist der Kimi. Kutscher, überhol an Kimi! Sie müssen uns beweisen, dass Sie das Geld wirklich haben. Ich muss gar nichts. Natürlich habe ich an die 45.000 Gulden nicht im Haus. Das wäre ja verantwortungslos, es könnte ja jemand einbrechen. Schaut euch die Quittungen an. Geheimrat Huber, Grafen, Barone, lauter Reiche. Die Reichen wollen die Armen reiling. Ja, reich so was. Zur Gemeinheit, was hast du da die Polizei zu? Ich stelle fest, dass Sie nicht in der Lage sind, das Geld zurückzuzahlen. Da müssen wir die Bücher überprüfen. Nein. Das lasse ich nicht zu. Sie haben kein Recht dazu. Holen Sie Verstärkung rauf. Ja, jawohl. Das könnt ihr euch nur bei einer Frau erlauben.
Das ist ein Willkürakt der Polizei. Das kann man von niemandem verlangen, dass er so viel Geld im Haus hat. Komm, Adele, wir beschweren uns sofort beim König. Bevor nicht Klarheit in dieser Angelegenheit herrscht, bitte ich Sie, das Haus nicht zu verlassen. Sonst muss ich Sie verhaften. Bachmann! Hier bitte. Na, nein, nicht doch. Nein, das nicht. Hey. Ich glaube, jetzt geht nichts mehr, Spitz. Eine Privatiere bin und keine Kauffrau. Deshalb habe ich keinen Registereintrag gemacht. Ich kann als Kauffrau nicht verurteilt werden, weil ich als Privatiere nur Gutes getan habe. Geschlossen, denn der Engel der Armen findet vor Gericht kein Erbarmen. Ihr habt euch von Schwindel und Wuchereinlagen tagtäglich euren Bauch vollgeschlagen. Aus ist mit der Spitze der Bank. Amen. Wir können doch nicht einfach die Zinssätze erhöhen. Jetzt habt keine Konkurrenz mehr. Da zahlt's nimmer, ihr Schlawiner. Ihr habt der Spitzeder das Handwerk gelegt und wir sind die Ausgeschmierten. Heus ab Schneider. Heus ab Schneider. Liebes Fräulein Spitzeder, jetzt sind schon 2 Jahre vorbei und es ist nichts geschehen, dass Sie rauskommen. Meine Frau und ich und auch andere, wo Ihre Kunden sind, glauben Ihnen, was Sie gesagt haben in der Verhandlung, dass die Verhandlung was gegen das Volk ist, wo die Bankunternehmen gemacht haben. Wir haben auch schon geschrieben, wenn man sie nicht rauslässt, zünden wir das Polizeigebäude an. Aber das nützt auch nichts. Die Zeitungen haben gelogen über Sie. Aber das Volk hat es noch in Erinnerung, wie Sie ihm geholfen haben. Passen Sie auf, dass man Sie nicht vergiften will oder sowas. In einem Staat, wo Sie einsperrt, könnte selbiges möglich sein. Hochachtungsvoll, Ihr Hirler Johann und Frau Anneliese und andere Einwohner von Pfahlenkirchen.
Die gnädige Frau sein hört auch schon auf. Sonst muss man es aus sie prügeln. Ziehen Sie das an, Ihr Privatzeigerl. Wer da Zeit? Sind Sie froh, wenn einer die Leute nicht erschlagen, wenn sie rauskommen? Um 8 Uhr kommt der Direktor. Wenn er Zeit hat, wird er die Formalitäten erledigen. Ist mir wurscht. Auf jeden Fall komm ich heut raus. An Ihrer Stelle da die lieber herinbleiben. Draußen war doch an jeder Ecke einer, den sie ausgeschmiert haben. Ist mir doch recht, wenn's einer da schlagen. Ist wirklich nicht schad. Bei der Entlassung bat sie wären. Verbrechergesindel. Gehen's naus. Die ist nicht korrekt gefaltet. Ich komm gleich wieder. Und weh, es ist nicht alles genau nach Vorschrift. Nachher können wir gleich hierbleiben. Da kann ich nur lachen. Das war beinahe spät gekommen, gell? Steig auf. Gut schaust du aus. Aber schön war es nicht da drin, gell? Schön braucht es nicht sein. Leben müssen wir. Ha, 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 ha,